Hallöchen, meine Lieben, und schön, dass ihr mit dabei seid. Und du kannst mir jetzt auch auf Instagram folgen unter dem Namen Schieblerfool. Und ich begrüße dich herzlich auch in unserer Facebook-Gruppe mit dem Namen Schieblerfool. Dort kannst du alle Sachen, die ich hier als YouTube-Videos aufnehme, posten und auch deine Wolle. Ich habe heute diese wunderschöne Wolle von Katia Paint und ich möchte mit dir das Tuch Novembertage stricken. Und es wird mehrere Abschnitte geben. Du siehst auch hier bei mir verschiedene Farben. Du kannst das auch als Resterprojekt nehmen, wenn du jetzt verschiedene Farben im Kopf hast. Denn im November sind die Tage manchmal dunkel, so wie jetzt hier am Anfang. Ich hole mal die Mitte heraus. Und es gibt auch wieder Sonnenschein. Und dann ist mal der Himmel schön blau. Und es gibt auch die Blätter, die jetzt so schön runterfallen. Und manchmal gibt es auch einen wunderschönen Abendhimmel. Und deswegen finde ich die Farbe so wunderschön. Ich sag euch mal noch die Nummer. Das ist die 55 aus der Katia Paint. Du hast hier eine Meteranzahl von 150 Gramm. Okay, hier stehen die Meter. 547 Meter. Ja, das ist doch eine ganz schöne Menge. Und ich würde sagen, heute im ersten Teil, ich hatte euch ja gesagt, dass es mehrere Teile geben wird, werden wir gleich mal anfangen mit der ersten Runde. Ich schneide das jetzt einfach ab und werde es dann zwischendurch anbändeln. Und ich fange meistens so an, und zwar mit dieser Luftmasche am Anfang. Die kann ich mir nämlich schön groß machen, weil wir nämlich aus dieser Luftmasche drei rechte Maschen holen müssen mit der Stricknadel. Und jetzt siehst du hier bei mir einen wunderschönen, wo man rein kann und wirklich drei Maschen aufnehmen. Das ist auch unsere erste Reihe. So, dann lasst ihr die eine ab und du siehst jetzt hier schon, es wird ein Dreieckstuch werden. Hier unten ist die Spitze und wir werden so nach oben breiter. Das ist jetzt die erste Reihe. Jetzt machen wir gleich die zweite. Wir verdoppeln jede Masche in dieser zweiten Reihe. Diese Randmasche. Einmal wie zum Rechts stricken, einmal wie zum Rechts verschränkt stricken. Die mittelste wird andersrum genommen. Erst zum Rechts verschränkt stricken, dann zum Rechts stricken. Und die wird genauso jetzt wie die mittelste erst rechts verschränkt, dann rechts. Weil dann kriegst du schon diese schöne Neigung nach rechts und links hin. So, und in der dritten Reihe beginnt jetzt auch schon gleich unser Muster. Wir verdoppeln wieder die äußere, wie zum rechts verschränkt stricken, dann wie zum rechts stricken. Dann kriegt es jetzt auch wieder automatisch diese Form nach oben. Ach, ich habe euch noch gar nicht gesagt, ich habe hier eine 6er Nadel und drauf steht 7 bis 8er, aber ich möchte es nicht so viele Löcher drin. Später dann. Jetzt am Anfang haben wir ein Lochmuster, das heißt, du nimmst ja von vorne nach hinten eine Schlaufe auf die Nadel und die nächsten zwei maschst du zusammen ab. Wir machen jetzt unten nämlich in der Spitze erstmal ein schönes Lochmuster. So, und die äußere musst du auch so nehmen, erst hinten rechts verschränkt stricken und dann zum rechts stricken. Und dann hast du auch wieder automatisch dieses wunderschöne, diese wunderschöne Spitze. So, in Reihe 4 machen wir jetzt auch wieder erst einmal rechts verschränkt stricken,
Ich muss mir die Masche erstmal ein bisschen größer machen. Das geht ja hier am Anfang super schön. So, ich hole mir das erstmal wieder und dann mache ich das wieder so. Du verdoppelst wieder die äußere Masche. Und dann machen wir auch hier wieder einen Umschlag und stricken die nächsten zwei zusammen. Also, dass du vorne und hinten diese Lochreihen arbeitest. Es ist ja unten an der Spitze, was dann jeder auch sieht. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen erstmal unten ein super schönes Lochmuster hin oder Lace. Sagen auch viele, das ist die englische Bedeutung. Wir haben jetzt wieder einen Umschlag und wieder zwei zusammen. Abstricken. Ups, das eine ist der Umschlag, wollte ich euch noch zeigen. Und das andere ist die zusammengestrickte Masche. So, also arbeitet auch ein bisschen lockerer, nicht so wie bei mir jetzt. So, ich muss jetzt auch wieder lockerer arbeiten. Ein Umschlag und jetzt seht ihr hier von der anderen Seite den Umschlag und die diese Zunahme hier von Anfang. Und deswegen geht das Muster auch immer so wunderschön auf, vorne und hinten. Du kannst das jetzt mit deiner Wolle so lange arbeiten, bis entweder alle ist oder bis dir dieses Lochmuster von unten her reicht. Das wird auch wieder verdoppelt, die letzte Masche in Reihe 4. Zum rechts verschränkt stricken, zum rechts stricken, dass wir praktisch jetzt schon anfangen können und hier unsere Löcher sehen. Jetzt drehen wir die Arbeit in Reihe 5. Einmal wie zum rechts verschränkt stricken. Einmal wie zum rechts stricken. So, na gut, nochmal. So. Ja, jetzt komme ich auch ein bisschen lockerer. Dann wieder ein Umschlag und auf dieser Seite wird auch immer ein Umschlag und eine Masche zusammengestrickt. Ihr könnt euch auch Maschenmarkierer setzen, was die Vorder- oder die Rückseite ist. Aber da wir vorne und hinten ja das gleiche Muster haben, jetzt wieder einen Umschlag, jetzt wieder einen Umschlag und eine Masche zusammenstricken, macht es euch auch erst so locker. Da könnt ihr dann auch besser durch. Strickt die zwei zusammen. Jetzt wieder einen Umschlag. Bisschen locker machen. Und jetzt wieder rechts zusammenstricken, so dass das dann immer größer wird, diese Lace-Kante oder Spitze, kann man ja auch sagen. Wieder ein Umschlag und die letzten zwei in Reihe 5 wieder größer machen und dann zusammen abstricken. Und das letzte wird auch wieder so. Einmal wie zum rechts verschränkt stricken und einmal wie zum rechts stricken. Und jetzt kommt wieder, jetzt kann man das schon wunderschön hier sehen. Wir haben immer vorne und hinten dieses tolle Muster. Ich mache jetzt mal noch eine Reihe. Ich habe mir so bei meinem wunderschönen Bobble gedacht, ich mache so lange, bis ich diese eine Farbe aufgebraucht habe und von der anderen nehme ich noch ein bisschen, damit ich die Reihe beende, falls das Blau mitten in der Reihe aufhört und so werde ich das dann auch bei jedem machen. Also freut euch auf nächste Woche, auf diesen zweiten Teil, der wird nämlich auch mega schicki. So, jetzt in Reihe 6, wieder am Anfang rechts verschränkt stricken, rechts stricken, also die Masche wieder verdoppeln. Einen Umschlag und eine Masche durch. Ihr mascht die zwei zusammen ab. Jetzt wieder einen Umschlag und die nächsten zwei werden wieder zusammen abgestrickt. Schön groß machen. Ja, ihr zieht damit auch gleich diese Maschen und tut erstens überschüssigen Faden mit weg verstricken hier rein
Und zweitens, das andere wird dann alles gleichmäßig groß. So, jetzt kommt wieder ein Umschlag. Die Maschen gleich groß ziehen und zusammen rechts abstricken. Und wieder einen Umschlag. Und groß ziehen, zusammen abstricken. Wieder einen Umschlag. Und die nächsten zwei wieder groß ziehen und zusammen abstricken. Und die letzte rechts verschränkt und rechts. Und so hast du diese Masche auch verdoppelt. Jetzt kann man das schon ein bisschen mehr sehen. Viel Spaß bei deinem Tuch. Und ich würde mich freuen über Bilder in unserer Facebook-Gruppe. Toll, oder? Ich finde das mega. Und von der anderen Seite sieht es auch so aus. Man kann hier noch mal ein bisschen größer ziehen, dass es auch von der anderen Seite sieht. So, also freut euch auf Teil 2 nächste Woche Freitag. Wenn du das als irgendwann mal siehst, und wir sind dann schon weiter, ich verlinke wieder alle anderen Teile unter diesem Video. Tschüssi, meine Lieben. Habt einen schönen Tag.